Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sind Sie ein Debatte über den Kampf der Feministinnen. Bei mir sind Frau Keller, der eine Hausfrau ist, die Ökonomin und Soziologin Frau Figuren, die Feministin Kaya Weber, eine Leiterin aus einem feministischen Verein, die Spielerin Romy Württemberg und dem französischen Chef Hannes. Sie werden ihre Meinungen und ihre Informationen geben. Frau Krea, ich möchte Sie bitten, mit dem berühmten Gender Pay Gap zu beginnen. Ich habe mich nie mit Lohnungleichheiten befassen müssen, da ich nicht arbeite. Aber heute bin ich sehr glücklich, dass ich total abhängig von meinem Mann bin. Er verdient mit seinem Beruf als Führungskraft ein sehr gutes Gehalt, von dem wir beiden kennen müssen, bei dem wir leben können. Und im Gegensatz dazu kümmere ich mich auf die Kinder und den ganzen Haushalt. Es ist sehr logisch, weil er arbeitet den ganzen Tag und kann ich das gut gemacht. Aber finde ich, dass die Lohnungleichheit, dass die Lohnungunterschied sehr logisch sind, weil Frauen müssen um die Kinder und den Haushalt kümmern und sie müssen auch in Mutterschaftsurlaub gehen, wenn sie schwanger werden. Und sie arbeitet weniger als Männer. Und es ist völlig normal, dass sie für den Job weniger verdienen als Männer. Frau Kehr, Ihre Sicht ist sehr rückwärts gewendet und schädlich für die Entwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau. Frauen verdienen Lohngleichheit. Punkt. Der Mutterschaftsurlaub rechtfertigt keine Diskriminierung, da sich einige Menschen nicht dafür entscheiden, schwanger zu sein. Lohngleichheit ist eine eklatante Ungerechtigkeit, die viele zu häufig vorkommt. Es ist das Patriarchat, das Frauen in Aufhängigkeit halten will. Kämpfen wie für die vollständige Gleichstellung jetzt und für immer. Die Zukunft ist feministisch, Gleichheit für alle und jeden. Was sind Sie, Hannes? Als ich mein Unternehmen gründete, starte sich niemand an der ungleichen Bezahlung. Aber jetzt beschweren sich die Frauen, dass sie weniger Geld bekommen. Dabei gibt es nur zu sehen, ich sehe, dass sie sehr, sehr schwanger und daher in Mutterschaftsurlaub gehen. Und wenn sie arbeiten, nutzen sie die Zeit, um mit ihren Freundinnen mit einem Kaffee in der Hand zu plaudern. Das bedeutet, dass sie weniger produktiv sind als Männer. Danke. Ich erlaube mir, Ihnen einige Zahlen über Lohngleichheit mitzuzählen. Wir beobachten im Jahre 2019 eine Geschlechtslohnlücke von 18%. Laut die Führungskräfte ändern die Frauen nicht so gut wie Männer während der Gehaltsverhandlungen.
Zum Beispiel, wenn eine Hauptschülerin 18 Euro die Stunde verdient, verdient der Elektroingenieur 30 Euro. Und darüber hinaus, wenn ein Mediziner 5 und 19.000 Euro pro Jahr verdient, ist die Bruttojahrgehalt von einer Medizinerin nur 64.000 Euro. Danke für diese Informationen. Romy, können Sie uns etwas über die Gehälter von Männern und Frauen erzählen? Also in der Filmwelt gibt es große Gehaltsunterschiede, besonders zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Es ist rebellisch und ungerecht. Zum Beispiel sind von den 29 Schauspielern, die in Hollywood das meiste Geld verdienen, nur 9 Frauen. Egal wie talentiert sie ist, welche Rolle in einem Film sie spielt oder wie bekannt sie ist, eine Schauspielerin wird schlechter bezahlt als ein Schauspieler. Es ist sehr entmutigend, dass dies seit 1980 gleich bleibt. Danke. Sind Frauen in der Gesellschaft ausreichend vertreten? Frau Figuren, können Sie bitte uns ein paar Zahlen nennen? Sie geben uns einen objektiven Blick auf die Situation. Ja, natürlich. Laut der Betrachtungsfirma Ernst & Young sind nur 7,3% Frauen in Vorständen. Die Frauen machen kurze Karriere, die an Frauenberufe führen. Es gibt noch viele Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Frauen sind in ihren Unternehmen unterrepräsentiert. Erinnern Sie sich im Jahre 2019 an Ursula von der Leyen's Worte: Es gibt keine Frauen an der Spitze in eines deutschen DAX-Unternehmens. Nämlich ist ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag Frauen und nur 10% der Bürgermeister in Deutschland sind Frauen. Die Parität ist heute ein so wichtiges soziales Frage. Danke. Frau Kreher? Ich habe nicht studiert, weil mein Vater immer wieder gesagt hat, dass ich nicht in der Lage bin. So habe ich nur das Abitur. Wenn ich hätte studieren müssen, hätte ich Literatur oder Wirtschaft studiert, um die Verwaltung des Hauses besser machen zu können. Man sagt, dass Frauen gut studieren, aber in den Vorstellungen, Gesprächen sind sie nicht konstruktiv. Und das Erste, was sie mir fragen, ist, haben wir Essen-Gutscheine oder Einkauf-Gutscheine? Die meisten Frauen, die ich einstelle, sind nur gut im Haushalt und haben keine anderen Fähigkeiten. Zumindest hilft Ihnen das später, wenn Sie Kinder haben. Wir wollen Ihre Meinung hören, Gaia. Hannes, Ihre Bemerkungen sind unangebracht und frauenverheimlich. Frauen für Lohnungleichheiten verantwortlich zu machen, ist verantwortlich und reduktionistisch für Frauen. Frauen verdienen Respekt und Fairness am Arbeitsplatz. Es ist an der Zeit, die Lohndiskriminierung zu beenden. Romy, Sie passen auf ein großes Problem in der Filmindustrie. Frauen werden trotz ihre wichtigen Beiträge unterbezahlt. Lohngleichheit ist in allen Branchen, auch in der Filmindustrie, von entscheidender Bedeutung. Die Branche muss
handeln und diese ungerechtig zu korrigieren. Ich bin die Direktion für meine Organisation Sitz der Gleichheit. Zum Schluss wird das Thema Gewalt behandelt. Romy, welche Frauen inspirieren sich besonders im Film? Wir hören Ihnen zu. Der Film Thelma und Louise hat mir sehr inspiriert, weil es zwei emanzipierte und unheilbehängliche Frauen zeigt. Sie entfernen sich von Stereotypenfiguren. Diese beiden Schauspielerinnen haben in mir den Wunsch geweckt, Filme zu machen. Hannes? Ehrlich gesagt, schreien Frauen sofort nach Gewalt, wenn man sie berührt. Ich finde das lächerlich. Ich persönlich würde meine Frau nicht schlagen, sondern sie eher wissen lassen, dass sie mir nervt, wenn sie mir auf die Nerven geht. Wenn sie nicht da wäre, hätte ich weniger Probleme. Das ist bloß, Kaya. Jeden Tag treffe ich als Gründerin einer feministischen Organisation 50 Frauen, die mir von der psychischen und physischen Gewalt erzählen, die sie am Arbeitsplatz oder zu Hause erleiden. Simone de Beauvoir drückt aus, was wir durch unsere Sozialisation erleiden, die uns von Männern entscheidet und uns schwach macht. Idem, sie sagen, on ne n'est pas femme, on le devient. Die 2017 begonnene MeToo-Bewegung hat seit dem Fall Wallenstein stark an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Frauen haben sich zu Wort gemeldet, um sexuelle Übergriffe anzusprechen. In der Tat ist all dies ein Tabu, vor allem in der Öffentlichkeit. Die MeToo-Bewegung hat jedoch die Worte vieler Frauen befreit. Und der Sexismus ist leider allgegenwärtig. Dankeschön. Und Hannes, haben Sie etwas? Frau Kreher. Ja. Ich finde, dass die Frauen heutzutage nichts von ihren Männern aushalten. Als er eines Abends nach Hause kam und das Essen noch nicht fertig war, wurde ich angeschrien. Und das war wohl nicht normal. Ich hatte zu lange mit den Bügeln gebracht und nicht fertig gekocht. Und also war es nur logisch, dass er wirklich Würden auf mir warf. Die Frauen von heute würden sagen, dass es bei all Dingen, die ich am Tag gemacht hatte, normal ist und dass er nichts über das gesagt muss. Aber was ist für eine Moralität? Es war total mein Fehler und ein Fehler in der Organisation. Ich hätte schneller sein müssen, also war seine Reaktion normal und ich habe an diesem Abend alles von ihm akzeptiert und um zu versuchen, es wieder gut zu machen. Frau Figuren, jetzt sind Sie dran. Ja, gerne. Aber ich denke, dass ihr es alle wisst, Frauen sind unterschiedlich. Männer
vor den Frauen die Haushalt zu kümmern. Folglich machen 80% der Frauen die tägliche Haushalt, und wir können feststellen, dass die Anzahl der Feminizide über Frauen im Jahre 2020 auf 139 Morde anstiegen, laut dem Deutschen Bundeskriminalamt. Dankeschön an alle. Wir haben viel über die Gesellschaft und die Ungleichheiten gelernt. Ich hoffe, dass diese Debatte hat dazu beträgt, die Gesellschaft zu verbessern. Bis nächste Woche.